Hallo meine Lieben, ich bin's euer Thomas, aka Sparkoyote. Heute möchte ich über das Thema Minimalismus in den Finanzen sprechen. Und das ist für mich jetzt in letzter Zeit, vor allem in den letzten 12 Monaten, eher ein größeres Thema geworden, ja. Weil ich vorher relativ sehr eine komplexe Finanzstruktur in dem Sinn hatte, nämlich halt sehr viele Konten hatte, Konten bei anderen Banken und so weiter. Und ich das jetzt viel, viel einfacher gestalte und auch im Haushaltsbudget viel, viel, viel simpler gestalte und das jetzt auch mir viel leichter fällt und ich entsprechend auch weniger Zeit dafür aufwenden kann. Zunächst einmal so die Ausgangslage bei mir war auf jeden Fall, ich habe zwar meine Finanzen schon relativ früh geordnet gehabt, ja schon seit vier, fünf Jahren und es hat dann aber so angefangen, dass ich halt verschiedene Konten hatte, jetzt auf einer Bank, dann noch mehr Konten auf einer anderen Bank, Sparkonten, hatte da mehrere Daueraufträge, die da hin und her geschoben worden sind, habe diese Transfere im Prinzip auch in meinem Budget-App und so weiter nachgetragen und alles. Sprich, ich hatte relativ viele Konten. Ich hatte, glaube ich, 6, 7 Konten, ja, wenn ich mich nicht recht oder recht im Sinne hatte, 7 Konten und das war relativ viel, plus halt noch das Depot natürlich, aber das jetzt mal außen vor und das war definitiv für mich so gesehen mit der Zeit dann irgendwie wirklich mühsam, das Ganze nachzutragen und ich habe mich dann dazu entschieden, im 2018 das dann viel, viel mehr zu simplifizieren und halt das Ganze einfacher zu gestalten. So, wie habe ich das Ganze oder wie bin ich das Ganze angegangen? Zunächst einmal habe ich das Haushaltskonto in dem Sinn weg von mir getan und wir haben gemeinsam, ich und meine Freundin, ein Konto eröffnet und dort ist im Prinzip alles, was den Haushalt angeht und das hat jetzt nichts mehr in dem Sinn mit meinen eigenen persönlichen Finanzen zu tun und das hat schon mal sehr, sehr viel Arbeit weggenommen in dem Sinn, ja. Und inwiefern hat sich jetzt das geändert? Zum Beispiel muss ich jetzt nur noch einen fixen Betrag, einen Dauerauftrag auf das Haushaltskonto senden und das war es dann in dem Sinn. Und alle anderen Rechnungen, die den Haushalt angehen, Strom, Miete, Mobiliar, Versicherung, all das Zeugs wird dann über dieses Haushaltskonto geregelt und hat in dem Sinn nichts mehr mit meinen persönlichen Finanzen zu tun, somit auch nicht mehr wirklich mit meinem Budget, weil dort trage ich einfach immer die fixen Kosten jeden Monat ein, die genau gleich sind und das war es dann eigentlich schlussendlich und dann muss ich mich nicht mehr drum kümmern. Das ist schon mal der erste Schritt, den ich gemacht habe, um meine persönlichen Finanzen einfach zu simplifizieren. Dann habe ich natürlich auch noch Konten geschlossen tatsächlich, also ich habe ein Konto, also ich hatte ja ein Konto bei der Mikrobank, kann ich ja mal so offen sagen, habe ich aber mittlerweile oder schon seit längerem geschlossen, seit letztem Jahr und das ist definitiv auch so ein Punkt, dort hatte ich 2 Konten, ein Sparkonto und ein Girokonto, hatte da auch Karten und alles und da habe ich das mal geschlossen und das ist definitiv auch ein Punkt, wo dann auch 2 Konten weggefallen sind, die ich da auch jeweils bewirtschaften musste und ich habe das Ganze jetzt noch mehr simplifiziert. Der Grund, wieso ich dieses Konto oder diese Konten hatte, war natürlich das Sparen vom Hauptkonto, ja, das bei der UBS rüberschieben zur Mikrobank, sodass da halt der Access nicht so leicht vorhanden ist, dass man da keine Impulskäufe tätigt. Aber ich war da schon zu dem Zeitpunkt relativ gut gezügelt und habe mir gesagt, hey, ich kann das auch ohne zusätzliches Konto in dem Sinn und es ist dann so im Prinzip, ja, das war dann der Grund, wieso ich dann das geschlossen habe und jetzt alles rübergeholt habe, nur noch auf einen Anbieter, also sprich die UBS. Dort habe ich natürlich mehrere Unterkonten, aber das hat auch andere Gründe, unter anderem ist natürlich das Girokonto drauf, ein Sparkonto und natürlich das Geschäftskonto, das läuft alles dort drüber im Moment noch, ja. Da wird sich aber mit der Zeit wahrscheinlich jetzt auch vielleicht noch einiges ändern, das werde ich noch sehen, aber grundsätzlich bin ich bisher mit dem Setup sehr zufrieden. Das heißt, ich bin jetzt eigentlich nur noch bei einem Anbieter in dem Sinn. Jetzt ist allerdings noch ein neuer Anbieter hinzugekommen, vielleicht kennt ihr den einen oder anderen Zack, ja, das ist so eine Online- Direktbank in dem Sinn, ist von der Bank Claire, ehemalig der Coop Bank, ja. Für die Schweizer, die es wissen, die hatten ja mal da so einen riesigen Skandal, dass die da Kontoauszüge, hunderte oder tausende von Kontoauszügen an die falsche Bank gesendet haben, an die falschen Kunden gesendet haben, ja, die Coop Bank, dann wurde sie rebranded zur Bank Claire und zack, ist halt so ein Produkt von dieser Bank Claire, ja. Nur so als Hintergrundinformation für die Leute, die das gerne wissen wollen. Und ich habe mir jetzt dort ein Konto eröffnet,
Da werde ich vielleicht demnächst auch noch das ein oder andere Video dazu drehen, weil ich das eigentlich sehr, sehr interessant finde, weil man halt alles online machen kann. Ist, glaube ich, ein ähnlicher Direktvergleich wie N26 oder so. So heißt, glaube ich, der deutsche Anbieter, ja. Und ist auf jeden Fall alles kostenlos, die Kontoführung etc. Man bekommt eine Karte und so weiter. Und da werde ich auf jeden Fall wahrscheinlich noch ein Video dazu drehen, weil ich das sehr, sehr eine interessante Lösung finde. Und die ist jetzt hinzugekommen und vielleicht auch noch so nebenbei, da werde ich auch mal in einem anderen Video das noch genauer erläutern. Ich hatte damals schon einen Geldmagneten aufgebaut. Ich habe das Buch von Alex Fischer gelesen. Ja, das ist ja da das kostenlose, also kostenlose Buch in dem Sinn, du zahlst Porto und dann sendet er dir das zu im Prinzip, ja. Klassische Marketingstrategie, aber da ging es dann um einen Geldmagnet. Im Prinzip 10% von dem, was du verdienst, Umsatz, Bruttogehalt, je nachdem, was du halt da festlegst oder Nettogehalt oder Gewinn, legst du monatlich auf diesen Geldmagneten, auf dieses Konto. Das hatte ich eine Zeit lang, hatte ich etwa ein Jahr lang, habe das dann irgendwie nicht mehr weitergeführt, weil ich da dann das Geld, was auf diesem Konto war, auf diesem Geldmagnetkonto war, investieren wollte, ja, und ich hatte dort auch noch ein fixes Gehalt. Mittlerweile denke ich, das macht durchaus Sinn, vor allem auch mit der Selbstständigkeit, ja, dass ich da einfach sage, hey, ich nehme 10% des Umsatzes oder 10% der Gesamteinnahmen in dem Sinn und lege mir die einfach immer auf dieses Konto, ja, und das werde ich jetzt so handhaben, das heißt, monatlich in dem Sinn, ja, 10% wird da dann auf dieses Konto von der Bank Claire getan, ja. Und mal schauen, wie sich dann das entwickelt. Aber das ist jetzt mal so ein anderes Thema und das ist jetzt auch nicht so viel Aufwand in dem Sinn und kostet auch kein Geld. Und ja, auf jeden Fall, die Finanzen habe ich in dem Sinn jetzt so relativ vereinfacht, dass ich alles nur noch auf einem auf einem Anbieter habe in dem Sinn. Natürlich, der Broker ist jetzt mittlerweile bei Swissquote und nicht mehr bei UBS, ja, aber das ist auch kein Problem. Vor allem, weil jetzt auch blöd gesagt, ja, mein ganzer Prozess, wie ich Aktien kaufe, viel, viel vereinfacht worden ist, weil ich, vorher ging das zwar auch am Handy, aber mittlerweile, also das Swissquote-App, ja, es ist, ich bin jetzt nicht gesponsert von denen oder so, ja, aber ich muss sagen, das Swissquote-App ist richtig Bombe und ich habe auch schon, ich habe auch ein DEGIRO-Depot, habe das App dort auch, funktioniert auch prima, ja, aber das Swissquote-App ist einfach Bombe, ich finde, es hat einfach die besten Funktionen, es ist am einfachsten zu handhaben und ich kann wirklich alle E-Dokumente, alles einsehen, also ich bin wirklich vielleicht einmal, ja, alle 6 Monate hier jetzt bisher auf Swissquote, ja, am Computer und ansonsten mache ich alles, wirklich alles am Handy und das ist halt wirklich, sage ich jetzt mal, ein Added Benefit in dem Sinn. Musste jetzt letztens gerade nur kurz einloggen, um die Steuerbescheinigungen herunterzuladen vom Computer, aber that's it. Ansonsten mache ich halt alles auf dem Handy. Das ist auch nochmal eine Simplifizierung der ganzen Prozesse. Ja, es vereinfacht mir das Ganze und bin ich echt Fan davon. Also grundsätzlich, so kontenmäßig, depotmäßig, bin ich jetzt ziemlich einfach am Start, sage ich jetzt mal. Das heißt, gefällt mir ganz gut und ist auf jeden Fall definitiv einfacher als vorher, ja, und ich habe jetzt dadurch keine Nachteile in dem Sinn, dass ich da zum Beispiel auch 2 Konten eben geschlossen habe und bisher durchaus zufrieden. Ich werde mal noch schauen, wie ich da weiter minimalisieren kann, wie man das auch sagen möchte, ob ich da gewisse Sachen wegmachen kann oder nicht mehr wirklich brauche, ja, werde ich noch tatsächlich auch sehen. Und jetzt kommt es aber nochmal zu einem anderen interessanten Punkt und zwar zum Haushaltsbudget. Ich trage ja meine Kosten auf dem Handy, ja, mit der App Homebudget. Es fragen mich immer wieder Leute, welche App nutze ich? Ich nutze die App Homebudget. Ich empfehle die auch sehr gut. Ich bin in keinster Weise von denen gesponsert. Ja, das App kostet 5 Schweizer Franken oder glaube ich 5 Euro im App Store oder im Google Play Store. Und das ist für eines der besten Investments rein jetzt so von Apps gesehen, die ich bisher gemacht habe. Ich nutze das App schon seit über 4 Jahren jetzt dann bald und funktioniert prima, ich sehe auch noch meine Ausgaben von 2015, super geil und man sieht dann halt wirklich schöne Statistiken, man kann das mit Dropbox synken und so weiter und ich habe jetzt schon auch seit über einem Jahr habe ich das Ganze nochmal mehr simplifiziert, ich habe weniger Kategorien, ja, und auch ja, weniger Punkte in dem Sinn, das heißt, ich habe viel, viel grobere Kategorien, sprich nur Essen oder zum Beispiel also wirklich nur fixe Kategorien in dem Sinn, dass es halt auch schneller geht zum Eintragen, weil wenn ich dann immer wieder die Kategorie, die genaue Kategorie raussuchen muss, ja, dann dauert das auch seine Zeit, weil ich bin halt wirklich einer, ich kaufe was, ja, und ich trage das sofort ein oder innerhalb der nächsten 10 Minuten wird das sofort eingetragen, ja, das heißt, ich bin praktisch nie im Backlog und mein Homebudget-App
zeigt mir relativ oder ziemlich genau, ja, auf den Rappen genau, wie viel Geld ich gerade habe und wie viel ich gerade ausgegeben habe, die letzten Tage, Monate, Wochen und so weiter. Und das ist halt wirklich so eine Sache, die ich sehr, sehr gerne mache. Und das ist jetzt natürlich dadurch, dass ich das so mehr minimalistischer gestaltet habe, erstens mal auch weniger Konten, ja, weil dort sind auch alle Konten gelistet, ist es für mich auch viel einfacher auszuwählen, von welchem Konto oder von welchem oder vom Bargeld oder was auch immer, von wo habe ich die Zahlung getätigt und in welche Kategorie bzw. in welcher Kategorie habe ich das Ganze dann ausgegeben. Also wirklich, das Ganze ist jetzt viel, viel simpler, spart mir dadurch Zeit und ich sehe dann sicherlich noch Spielraum, um das Ganze zu optimieren, damit das auch schneller und effizienter geht. Aber dazu werde ich sicherlich auch mal später wieder ein Update geben. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, schreibt mir doch gerne in die Kommentare, wie ihr das so handhabt mit euren Finanzen, wie viele Konten ihr habt. Ja, ihr müsst nicht genau sagen, bei welcher Bank, einfach so, wie viele Sparkonten, wie viele Girokonten, Depots und so weiter. Ob ihr irgendeine Budget-App benutzt oder einfach Excel, das einmal täglich oder wöchentlich am Abend eintragt, würde mich extrem interessieren, ja. Und ansonsten gerne auch auf @sparkoyote auf Instagram vorbeischauen. Dort gibt es immer wieder Behind the Scenes via Instagram Stories und natürlich massenweise Posts. Und dort erreicht ihr mich relativ gut per Direct Message. Da kann ich auch direkt antworten. Und auch gerne auf meinem Blog vorbeischauen, www.sparkoyote.ch. Alle 2 bis 3 Tage Beiträge über Aktien, Business, Minimalismus, genau wie hier auf diesem Channel. Und damit ihr keine Videos mehr verpasst, gerne den Abo-Button drücken, um ins Finanzrudel zu gehören. Und die Glocke betätigen, um keine Videos mehr zu verpassen, ja. Und bevor ich es noch vergesse, ja, ich habe mittlerweile, oder das Finanzrudel, ja, der Finanzrudel Community Club ist auf Facebook vertreten. Gerne in die Videobeschreibung schauen, da ist der Link zu der Facebook-Gruppe oder einfach finanzrudel.ch/club. Und da könnt ihr gerne beitreten, da reden wir über Aktien, Business und Minimalismus. Und der Austausch ist bisher ziemlich interessant. So, ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Tschö, Leute.